kraftvolles Conway Chiron S629. Da beginnen wir gleich mit dem Herzstück wie immer, der Bosch CX Performance Line der vierten Generation mit kraftvollen 85 Newtonmeter. Das heißt, da geht wirklich was weiter. Und schau mal, die Bremsscheiben vorne und hinten haben wir mit, hinten haben wir 180 Shimano Bremsscheibe mit Steckachse, hier schön so rauszuschrauben. Vorne 203 mm, das heißt kraftvolle 203 mm Bremsscheibe vorne, Einkolbenbremssäge von Shimano, ebenfalls Steckachse, eine RockShox Gabel, RockShox Luftfedergabel, sperrbar mit 120 mm Federweg. Petrol Blue ist übrigens die Farbe, Petrol Blue, das heißt schöne Farbe, schöne helle Reifen, 29 Zoll Schwalbe Smart Sam, das heißt fürs Gelände, die graben sich richtig rein und halten auch die Spur. Scharfe 12-Gang Schaltung von SRAM, 12-Gang, das heißt, da kommen sie wirklich auf jeden Berg, und ein breiter, grifffester Lenker mit runde Griffe, damit man den Lenker wirklich wunderbar im Griff hat. Hier haben wir das Kyux Mitteldisplay. Das Kyux-Display kann man übrigens auch nachrüsten, wenn Sie es in Tuvia das Purion-Display haben. Unter dem Video verlinke ich Ihnen einige interessante weitere Produkte, wie Sie Ihr Rad aufwerten können. Das Kyux-Display, ich gehe das jetzt nur mal schnell durch. Hier kann man sich dann natürlich mit seinem Handy koppeln. Und zwar ist es die E-Bike Connect App. Dann können Sie eine rudimentäre Navigation verwenden. Hier unten haben Sie die ganzen möglichen Fenster. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel jetzt das erste Fenster, was auch farblich die Unterstützung anzeigt. Und die Geschwindigkeit, ist jetzt 0, Rot ist Turbo, EMTB, Tour, Eco, Uhrzeit und die Restreichweite. Die Restreichweite geht immer auf ihre letzten 150 Meter und rechnet dann ungefähr hoch, wie weit sie noch kommen. Strecke und Fahrzeit mit der Raute-Taste, das ist der kleine Knopf, können Sie übrigens auch den Trip immer zurücksetzen. Ich verlinke Ihnen rechts oben das Langvideo über das Kyux im Detail, wie das funktioniert. Diese Fenster können Sie sich übrigens auch selbst gestalten, selbst und unabhängig gestalten, wie das halt, wie es Ihnen halt beliebt, der Höhenmesser ist auch drauf. Hier hinter diesem Deckel ist das 625 Wattstunden Akku versteckt und geschützt von Bosch. Da gehen wir jetzt gleich dazu und schauen wir uns an, wie der Akku rausgeht. Das heißt, hier ganz wichtig, einmal den Deckel runtergeben. Dieser Deckel schützt vor Schmutz, vor Wasser, vor Fremdkörper. Und das Rad wird natürlich mit einem Schlüssel geliefert. Hoffentlich ist es mit einem Schlüssel geliefert worden, sonst ist es natürlich traurig, bringen wir den Akku nicht raus. Akku rausnehmen muss man übrigens nicht fürs Laden. Sie haben auch immer die Möglichkeit, direkt am Rad hier das Rad zu laden. Die Geschichte, das kommt mit einem Achse, mit einem niederländischen Achserschlüssel, hier mit einer Schlüsselnummer. Und ich empfehle Ihnen immer, sich die Schlüsselnummer zu notieren. Natürlich wird es der Händler auch machen. Natürlich ist es auch im System hinterlegt, nur Sie wissen, sein kann und passieren kann immer was. Wenn Sie selbst die Schlüsselnummer notieren, dann haben Sie auch den Schlüssel relativ schnell und mal weniger Euro wieder ersetzt. Das heißt, Schlüssel einführen, Hand unterhalten, nach links drehen und schon hüpft der Akku in die Fallsicherung. Und mit diesem federbelasteten Hebel kann ich dann den Akku schön rausnehmen. Federbelasteter Hebel und wie gesagt, immer Hand unterhalten, der Akku doch 3,3 Kilo und damit er mir nicht runterfällt. Laden können wir hier direkt am Akku. Wir können auch hier einschalten, das heißt immer an der Unterseite haben wir auch die Möglichkeit, das Rad einzuschalten oder zu schauen mit diesen Dioden, wie viel Strom das drin ist. Jetzt haben wir 5 Dioden. Und dieser Einschaltknopf befindet sich immer an der Unterseite. Das heißt, ich kann jederzeit auch, wenn er mal oben kein Strom sein sollte, unten schön reinsetzen, wenn oben kein Strom sein sollte, kann ich auch, also wenn ich nicht beim Display einschalten kann, habe ich auch immer die Möglichkeit, dass ich direkt am Akku den Einschaltknopf drücke und am Akku eben einschalte. Hier ist der Standard-Einschaltknopf und der Standard-Lichtknopf. Beim Kyux-Display Licht kann man verkabeln, das heißt, hier kann man natürlich das Rad nachrüsten, Licht, Ständer, Kotschütze, alles kann man nachrüsten. Und wir bauen im Zuge des Neukaufs übrigens das kostenlos ein. Nur das Zubehör ist halt zu bezahlen. Und hier unten haben Sie den Einschaltknopf, das heißt, auch hier kann man das System komplett ein- und komplett ausschalten. Den Deckel machen wir wieder drauf. Und da der Akku natürlich ins Geld geht oder auch das Rad natürlich ein bisschen Geld kostet, empfehle ich gleich vorneweg die Versicherung. Das heißt, ein ordentliches Schloss dazu, ein Schloss im Wert von 50 Euro und schon haben Sie die Möglichkeit, Ihr Rad zu versichern. Wir haben hier in erster Linie die Wertgarantie, wir bieten aber auch andere Versicherungen an. Einfach unten schauen, ich verlinke Ihnen dann auch eine weitere Versicherung, speziell für Gebrauchte, die Hebster-Versicherung. Und das einzige Bedingung ist, das Schloss an einem festen Gegenstand. Das heißt, hier muss ein Schloss vermerkt sein, Faltschloss,
Kettenschloss, Bügelschloss, was auch immer sie haben, im Wert von 50 Euro, damit wir das Rad an einen festen Gegenstand befestigen können und damit sie vor Dieben geschützt ist. Das heißt, diese Versicherung unbedingt meine Empfehlung, da reden wir von rund 10 Euro im Monat, wo sie da dabei sind. Mehr nicht. Es gibt auch die Möglichkeit hier, dass man auch Sattelstützen nachrüstet. Fernverstellbare Sattelstützen, wenn Sie viel Offroad unterwegs sind, das heißt, schneller mal den Sattel senken wollen oder heben wollen, ist die lenkerverstellbare, fernverstellbare Vario-Sattelstütze. Da verlinke ich Ihnen links oben dann ein anderes Video, können Sie sich ansehen. Eine interessante Geschichte zum Nachrüsten, wenn Sie sagen, das gefällt mir. Petrol Blue, jetzt stellt sich nur die Frage, liebe Firma Red Blades, habt ihr das in meiner Größe auch lagernd? Dann einfach unter redblades.de/webshop nachschauen. Wir haben rund 500 Räder lagernd, aber bitte, bitte vorher selber informieren am Webshop, schauen, ob es da ist. Wenn es da ist, dann gerne einen Beratungstermin ausmachen, persönlich, telefonisch, Videoberatung, diese drei Möglichkeiten haben wir. Und bitte, bitte nehmen Sie sich Zeit, machen wir einen Termin, sowas kann eine Stunde, zwei Stunden dauern, dann ist der Termin für Sie und wirklich nur für Sie reserviert und dann kommt auch keiner dazwischen, Sie haben auch keine Wartezeit und das funktioniert zügig und Sie können dann am Ende eine Entscheidung treffen. Ist es das Rad, ist es nicht oder möchte ich gerne ein anderes? Was ich noch erwähnen will, dieses Rad kommt mit Plattformpedal, mit Breite, Pedale, da steht man wirklich gut drauf und Sie können natürlich auch hier nachrüsten. Ich verlinke Ihnen da rechts oben ein anderes Video, die 7 Top-Zubehörprodukte, was bei Ihrem Rad verwenden können, illegalerweise auch was schneller machen, Taschen und Gepäckträger, Kotschützer, Ständer, alles kann man nachrüsten. Und umso besser Ihnen Ihr Rad liegt und gefällt und nutzbar ist in der Fahrt zur Arbeit, umso besser und umso hochwertiger und umso gescheiter ist es für Sie. Ganz zum Schluss, fürs lange Durchhalten noch ein kleines Geschenk an Sie. Wenn Sie sagen, na, kaufen, soweit bin ich noch nicht und Videos ansehen, ja, dann gerne. Wir sind die Firma Red Blades. Mein Name ist Florian Woracek, spezialisiert eben auf E-Bikes, Fahrräder und Reparaturen. Derzeit rund 250 Videos im Netz, rund 10.000 Abonnenten mittlerweile. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch bei den Abonnenten begrüßen zu dürfen. Vorneweg einmal Ihr Daumen nach oben ist Ihr Lohn an uns. Dafür sage ich herzlichen Dank. Und dabei geht das Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Dann sind Sie immer drehfrisch im Bilde, wenn ein neues Video rauskommt. Und jetzt fürs lange Durchhalten, rechts oben der Link, redblades.de/i-book, das E-Book, unser kostenloses E-Book. Laden Sie es sich gerne runter. Es ist auf rund 90 Seiten durchdekliniert mit Ihnen, was ist wichtig, auf was ist zu achten, wann brauchen Sie welches Rad, wie ist es mit den Reifen, wie ist es mit den Motoren, wie ist es mit den Displays. Der Vorteil bei diesem Buch ist, wie gesagt, in digitaler Variante kostenfrei für Sie. Sie können direkt, Sie haben 40 im Kapitel, Sie können direkt zu dem Punkt springen, wo Sie sagen, ja, das ist interessant, das ist interessant, das interessiert mich. Das heißt, Sie brauchen nicht 90 Seiten lesen, sondern Sie sind relativ zügig und das ist in einfachen Worten, Sie hören schon, wir sind keine Technik-Techies, in einfachen Worten, mit Bildern, mit Direktlinks zu Videos, dass Sie wirklich schnell wissen, um was es geht und was ist entscheidend für Sie und was ist nur Marketing, bla bla. Wie gesagt, runterladen unter redblades.de/i-book. Und wenn Sie sonst eine Frage haben oder einen Kommentar und sagen, Petrol Blue, ja, ist jetzt nicht ganz die Farbe, gibt es nicht was anderes oder 29 Zoll ist mir ein bisschen zu groß, was gibt es da noch? Einerseits andere Videos ansehen, zweitens unten einen Kommentar schreiben, was halten Sie davon, was haben Sie für ein Bike, schon erstes, das zweite oder das dritte E-Bike und ich freue mich auf Ihre Kommentare. Mein Name ist Florian Woracek und wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem E-Bike. Alles Gute!